Der Erste Weltkrieg wird zur Materialschlacht. Jedes dritte Geschütz und 10% der Munition werden von Krupp geliefert. Der Krieg ist verloren. Der kaiserliche Förderer Wilhelm II. Muss ins Exil gehen. Als eine der Siegermächte marschieren die Franzosen in Essen ein. Sie wollen bei Krupp als Reparationsleistung Lastwagen beschlagnahmen. Da leisten die Kruppschen Arbeiter Widerstand. Die Soldaten schießen in die aufgebrachte Menge. 13 Arbeiter werden getötet. Gustav Krupp von Bohlen und Halbach wird für den Aufstand verantwortlich gemacht und vor ein französisches Militärgericht gestellt. Als er nach 7 Monaten Haft entlassen wird, meint er stolz: Jetzt bin ich wirklich ein Krupp. Bei der Jungfernfahrt der ersten Lok, die nach dem Krieg gebaut wurde, steht der junge Kronprinz Alfred auf dem Führerstand. Bis ins Erwachsenenalter wird er von seinem Vater Gustav in ein enges Korsett von Pflichten gezwängt. Die Idylle, die manche Familienbilder suggerieren, täuscht. Unter dem strengen Regiment des Ordnungsfanatikers Gustav entwickelt sich Alfred zu einem eher verschlossenen jungen Mann. Er ist immer von einer großen Schar Bediensteter umgeben und steht so immer unter Kontrolle. In der Villa Hügel herrscht eine menschliche Kälte. Dreiunddreißig kommt Hitler an die Macht. Damals gehört auch Krupp bereits zu seinen Förderern. 1932 trifft sich im Krupp-eigenen Schloss Blühnbach die Elite der deutschen Montanindustrie, um über die Unterstützung der Nationalsozialisten zu beraten. Im gleichen Jahr macht Krupp zu diesem Zweck eine beträchtliche Spende locker. 1935 besucht Hitler zum ersten Mal die Waffenschmieden in Essen. Wie zu Königs- und zu Kaiserszeiten macht Krupp Rüstungsgeschäfte mit dem herrschenden Regime. Tag und Nacht arbeiten die deutschen Rüstungsfabriken. Riesige Glühöfen werfen Eisen zu Stahl. Stahl für unsere Waffen, für Bomben und Granaten. Für MGs und Kanonen, für Panzerwagen und Flugzeuge und für die stolzen Schiffe unserer Kriegsmarine. Da muss der deutsche Junge der Zukunft schlank und rank sein, flink wie Windhunde, zäh wie Leder und hart wie Kruppstahl. So nutzt Hitler den Namen Krupp für den Mythos der Unbesiegbarkeit. Er sucht auch persönlich die Nähe zur Familie. Zum 70. Geburtstag von Gustav Krupp von Bohlen und Halbach trifft man sich in intimer Atmosphäre. Musik. 1938 wird Alfred Krupp von Bohlen und Halbach mit 31 Jahren von seinem Vater ins Direktorium der Firma beordert. Im gleichen Jahr tritt er in die NSDAP ein. 1943 übernimmt er die Gesamtleitung des Konzerns, da sein Vater schwer krank ist. Und wieder einmal stehen die Machthaber Krupp hilfreich zur Seite. Adolf Hitler erwirkt in einer Sonderverordnung, der sogenannten Lex Krupp, dass aus der Aktiengesellschaft wieder ein Einzelunternehmen wird, das sich im alleinigen Besitz von Alfred befindet. Wegen seiner Bedeutung für die Rüstungsproduktion sind die Krupp-Werke ein Hauptziel der alliierten Bombenangriffe. Damit versinkt vor allem die Stadt Essen in Schutt und Asche. Am 11. April 1945 nähert sich um 13.20 Uhr ein Trupp amerikanischer GIs in schneller Fahrt der Villa Hügel. Sie dringen bewaffnet in die Villa ein. Alfred Krupp von Bohlen und Halbach wird verhaftet und auf den bereitstehenden Jeep gebracht.
erwarten Gefängnis, Hausarrest und wieder Gefängnis. Immer wieder scharfe Verhöre zu seinem Verhalten im Krieg. Im zerstörten Essen beginnen die Bürger mit den Aufräumarbeiten. Sie wollen den Krieg schnell hinter sich lassen. Am 17. November 1947 beginnt der Prozess vor dem Nürnberger Kriegsverbrechertribunal gegen Alfred Krupp von Bohlen und Halbach und andere Großindustrielle. Nicht schuldig im Sinne der Anklage. So der Antrag der Verteidigung. In der Urteilsbegründung wurde den Angeklagten insbesondere systematische Plünderung ausländischen Eigentums und menschenunwürdige Behandlung von Zivilarbeitern und Kriegsgefangenen zur Last gelegt. Alfred Krupps gesamtes Vermögen, einschließlich der Krupp-Werke, fällt der Beschlagnahme. Alfred Krupp wird zu 12 Jahren Haft verurteilt und ins Kriegsverbrechergefängnis in Landsberg eingeliefert. Dort trifft er auch viele bekannte Gesichter aus der deutschen Industrie. Die Krupp-Werke sollen nach dem Willen der Alliierten dem Erdboden gleichgemacht werden. In der Krupp-Zentrale zeigt ein englischer Offizier aus dem Fenster und sagt: Meine Herren, da draußen wird nie wieder ein Schornstein qualmen. Und tatsächlich wird in keinem anderen deutschen Großunternehmen die Demontage und Zerstörung so gründlich und so lange betrieben wie bei Krupp. Noch 5 Jahre nach dem Krieg erschüttern die Sprengungen die Stadt. Die Krupp-Arbeiter, die von den Alliierten nicht zur Demontage eingesetzt werden, beginnen Teile des Werkes wieder aufzubauen und in Betrieb zu nehmen. So etwa die Lokomotiv-Reparaturwerkstätten. Sie demonstrieren damit den Willen zum Neubeginn. Als Bundeskanzler Konrad Adenauer 1951 nach Amerika fährt, ist die Welt in Ost und West gespalten, der Koreakrieg in vollem Gange. Adenauer preist die Freundschaft mit den USA. Wonderful country. We are working with you for peace and freedom. Deshalb wird Alfred Krupp 1951 im 7. Jahr seiner Haft begnadigt und erhält sein gesamtes Vermögen zurück. Er soll nun den Konzern wieder in die Hand nehmen. Landsberg. Hier treten im Februar 1951 33 Kriegsverurteilte wieder den Weg in die Freiheit an. Sie werden von ihren Angehörigen herzlich begrüßt.